Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossout. Heute gibt's mal wieder ein bisschen PvP, das quasi Sonntagsexperiment, um zu schauen, ob noch alle besoffen sind und ob ich schon wach bin oder auch nicht. Mal gucken. So, die Frage ist nur, welchen Modus nehmen wir denn? Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich spiele jetzt erstmal noch den Modus für Metallschrott. Wenn ich dann so 1000 zusammen habe, dann werde ich mal wieder auf Drähte wechseln. Ich habe jetzt auch die Marken eingetauscht gegen Kupfer und gegen Plastik. Ja, davon wurde mir eigentlich abgeraten. Ich sollte mir eigentlich andere Sachen holen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mir irgendwelchen, in Anführungszeichen, Vierlefanz-Kram hole, den ich vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann, hole ich mir doch lieber erstmal Ressourcen, um da ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Und wenn dann der Punkt kommt, an dem ich alles so habe, was mich interessiert, dann kann ich vielleicht auch mal dazu übergehen, zu sagen, okay, dann hole ich mir halt jetzt mal in der Abzeichenbörse hier sowas wie diese Teile. Ja, jetzt nicht alle Bauteile, weil zum Teil sind die auch nicht so toll, aber halt so Sachen, die schon ein bisschen mehr haben. Gut, aber damit will ich jetzt auch nicht so lange hier rumdödeln, sondern wir holen uns mal wieder den Metallschrott. Und ich habe heute schon zwei Raids gemacht. Einer war natürlich wieder ein Totalausfall. Und einer war erfolgreich. Es ist echt so. Einer am Tag ist halt eine Niederlage. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Gut, natürlich, den Metallschrott kann ich natürlich auch über die Aufgaben bekommen, aber ja, ich spiele dafür ein bisschen zu wenig, dass ich die Sachen darüber bekomme. Ich spiele vielleicht so eine dreiviertel Stunde momentan am Tag. Und das ist halt echt zu wenig. Gut, dann schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Wir haben kein Bot in irgendeinem Team. Das ist ja mal schon fast eine Premiere. Dann noch die Karte hier. Okay. Wir müssen jetzt echt mal schauen. Wo wollt ihr denn hinfahren? Ich glaube, ich fahre mal dir hinterher. Er will da außen rum. Das ist, glaube ich, auch für mein Fahrzeug hier gar nicht mal so eine schlechte Wahl. Weil mittig geht halt gar nicht. Weil ein Teil der Gegner hat sowieso immer MGs oder irgendwelche Fernkampfwaffen. Und da habe ich natürlich sofort das Nachsehen. Oh, verdammt. Wunderbar. Gegner zerstört. Wir haben ein Rad in der Mitte verloren. Auf der rechten Seite. Aber das ist alles noch soweit in Ordnung. Der hat uns scheinbar nicht richtig getroffen. Weil wir haben auch wenig Rüstung verloren. So funktioniert das. Wenn man zu zweit mindestens unterwegs ist und trifft dann auf den Gegner, dann kann man den schon mal direkt rausnehmen. Das hatte ich letztes Mal auch allein probiert, aber da bin ich halt auf zwei Gegner getroffen und das ist halt, war dann halt wirklich für die Tonne. Unsere Basis wird erobert, aber wir erobern auch und wir erobern schneller. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Ich positioniere mich mal hier hinten hin. Da kommt schon einer zurückgefahren. Ja, warten wir. Wir haben gleich schon... sind halt auch noch am Einnehmen, aber ja gut, dann cappen wir jetzt hier durch. Machen wir das halt so. Noch ein Gegner zerstört. Und dich kriegen wir auch noch kaputt. Was auch immer das jetzt werden sollte. Keine Ahnung. Gut. Durchgekappt. So geht das auch. Ja, so kann man es auch machen. Wenn man cappt und die Gegner kommen dann von alle der Reihe nach ran, habe ich auch kein Problem mit. Von daher, gut. 1493, das war doch schon mal wieder ganz gut.
Wir konnten auch direkt 3 rausnehmen. Ein Assist. 6315 Reputation. 29 Metallschrott. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Benzin natürlich. Und First Blood. Eroberer. Ja, gut. Dann suchen wir mal das nächste Gefecht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus für den Anfang. Das lief auch eigentlich relativ perfekt. Vor allen Dingen am Anfang, wo wir zu zweit unterwegs waren, den einen da rausnehmen konnten, direkt über die Seite durchfahren. Da sind noch ein paar andere mitgekommen. Wir sind halt auch... Die Gegner sind halt, glaube ich, auf der anderen Seite durchgefahren. Oder haben es zumindest probiert. Nur bei uns hat das halt an der Stelle dann besser geklappt. Ich wollte ja auch schon mal hier diese Wochenaufgaben angehen. Aber ja, das ist ein bisschen schwierig so mit unter eine Stunde am Tag. Gut, was machen wir denn jetzt hier? Ich habe ja eigentlich schon wieder so das Verlangen, A zu cappen. Jetzt haben wir hier auch schon wieder 3 Bots mit drin. Die Sache ist halt wieder die. Wenn wir das jetzt machen... Oh, da ist aber eine Menge unterwegs in der Mitte. Ja, ich glaube, nee. Ich fahre jetzt mal mit nach B. Weil dafür sind da einfach schon... oh Gott, zu viele. Das ist zu sehr rot. Die müssten mal ein bisschen weiter hier rumkommen. Wäre das vielleicht möglich? Ich will da jetzt auch nicht rumbrettern. So, erstmal die Waffen wieder runterschießen. Ja, jetzt werde ich nur von der Seite beschossen. Der ist ein bisschen unpraktisch. Die soll mal rüberkommen mit ihren MGs. Vielleicht kann ich dich jetzt hier noch mit rausnehmen. Ja, du willst dich sprengen, das habe ich schon gesehen. Ist wirklich die Sache. Wenn man so verkeilt ist, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man direkt auf die Kabine zielt. Ja gut, da kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Aber wir sind hier auch schon wieder so gut wie erledigt. Ja, ich bin halt so weit weg und ja. Ich glaube, das Problem war an der Stelle auch wieder, es waren zu viele in der Mitte. Wir haben uns wieder so verteilt. Eigentlich das Standardproblem. Ich hatte da jetzt auch nicht wirklich Unterstützung irgendwie. Die lassen sich jetzt hier auch alle wieder der Reihe nach rausnehmen. Ich auch. Aber gut, das ist halt das Problem, wenn man so aufgeteilt ist. Da macht man halt nicht viel. Und es sind halt noch so viele Gegner am Leben. Ja gut, das war vorhin eine gute Runde. Die Runde war jetzt hier für... Ich bin immer bei so Gammelpunkten und bei so blöden Niederlagen bin ich irgendwie immer Erster. Oder Zweiter, irgendwie sowas. So, das würde ich jetzt gerne aber nochmal richtig machen. Wäre das möglich? Vielleicht. Ich muss mich auch noch mal damit beschäftigen, wie wirklich Bots spielen. Damit habe ich mich auch noch gar nicht beschäftigt. Aber wenn ich teilweise bis zu 5 Bots in der Runde mit drin habe, oder jetzt hier wieder 3, da sollte man schon wissen, wie die funktionieren. Ich fahre jetzt nach C. Und nehme den Punkt jetzt hier ein.
Und dann schauen wir mal. Vielleicht werde ich auch gleich noch mal anders hinfahren. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir halt auf B aufpassen. Aber es ist halt auch doof, da wirklich durch die Mitte zu brettern. Weil da gibt es schon relativ viel freie Fläche. Ich glaube, wir sollten jetzt echt gleich mal nach B fahren. Ja, die fahren da jetzt auch schon hin, so wie das ausschaut. Ich würde aber gern hier erstmal... den einen oder anderen rausnehmen. Und dann können wir schon mal ein bisschen weiter brettern. Nach Möglichkeit hier nicht runterfallen. Gut. Der konnte sich nicht mehr drehen. Das war schon mal super. Jetzt nehmen wir B ein. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja gut, es leben halt keine mehr. Deswegen, ich weiß gar nicht. Ist jetzt auch nicht unbedingt so die beste Idee, punktetechnisch da zu warten, um weiter zu cappen. Also wenn wir schon hier auf dem Weg sind. Huch, das wollte ich jetzt aber nicht. Das ist jetzt aber echt blöd gelaufen. So, Gegner zerstört. Das war ein bisschen ungünstig gerade. Habe ich einfach zu spät reagiert. MVP. Obwohl ich da vorne die Zeit eigentlich noch gecapped habe. Gut, aber auf jeden Fall gewonnen. Generalist Levelaufstieg haben wir jetzt auch noch bekommen. Erfahren, die nehmen wir natürlich auch sofort mit. Dann gibt es 2% mehr Reputation. Und... dann suchen wir mal das nächste Gefecht. Was habe ich denn bisher so gemacht? Heute noch nicht allzu viel. Wöchentliche Aufgaben. Ja, das ist halt die Sache, ne? Gewinne 10 Gefechte in der Mission, hol dir die Drähte. Könnte ich vielleicht heute auch noch machen. Gewinne 10 Gefechte in normalen Raids mit Kupfer als Belohnung. Das andere hatte ich mit Plastik, aber das hier, da bin ich noch gar nicht zugekommen. Gut, und so wie das jetzt hier ausschaut, ich werde auf jeden Fall zum Videoende nochmal gucken, wie viel Schrott ich dann habe. Nach C oder nach A durchfahren? Aber ja, gut, ich traue mein Team halt nie, von daher... ich hole mir halt immer ganz gern den Punkt, der am nächsten ist. Deswegen fahre ich halt auch immer cappen, weil ich halt meinem Team nicht traue. So, ich bin mal gespannt. Hier könnte durchaus der eine oder andere durchfahren. Da hinten haben wir schon mal wen. Ja, da kommt bestimmt gleich wer rum. Ja, ja, ja. Da haben wir ihn doch. Wow. Da konnte ich gar nicht mal hier um... den Brocken rumfahren. Und wir sind auch nach A durchgefahren. Das ist ja schon mal sehr nett. Gut, die müssen auf jeden Fall reagieren. Das heißt, bei B wird dann wahrscheinlich nicht mehr so viel rumgurken. Deswegen fahre ich direkt nach B jetzt. Oh, du willst dich sprengen, du willst dich... ich hab... ah, nein! Warum blockierst du mich? Was ist denn das für eine... sowas liebe ich ja, ne? Sowas liebe ich ja echt. Gut, das ist mir auch schon passiert. Aber dann reagiert man halt nach Möglichkeit. Und fährt nicht einfach drauf und bleibt stehen. Das ist auch wieder... nee, 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 nee. Das passiert auch so oft. Die Leute reagieren einfach nicht. Da wird man eingequetscht. Hat irgendwie Kanonen vor sich oder Raketen direkt auf einen gerichtet. Und der hinter einem denkt nicht mal daran, zurückzufahren.
So, jetzt haben wir hier vier Bots. Das heißt, ich fahre nach C. Oder ich fahre nach B. Ah, ich glaube, ich fahre... Ja gut, ich bin hier quasi näher dran. Das könnte natürlich ganz schön blöd laufen. Wir müssen halt gucken. Das könnte jetzt echt doof werden. Die haben mich schon so runtergeballert. Okay. Naja, bei C sind drei. Ah, das drei sind eigentlich auch zu viel. Vor allen Dingen, wenn bei B dann so viel los ist. Da muss man halt auch reagieren, wenn man sieht, man steht bei C, da stehen ein paar Leute rum, die nichts machen. Und bei B geht die ganze Action ab, dass sie dann halt auch die Position verschieben. Weil so war es das halt wieder. Wir haben uns da alle schön durch die Überzahl rausnehmen lassen bei B. Und ja, Bress kann da wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr machen. Ja, die nehmen die jetzt halt nacheinander raus. Das war halt auch... Das ist generell das Problem, wenn ich versuche vorzufahren und den anderen Punkt einnehmen will. Das geht meist schief. Das heißt, ich werde das in Zukunft eher nicht mehr machen. Ich werde dann erstmal gucken, dass die vielleicht ein bisschen was scouten, um auf der Minimap dann zu sehen, wo denn rot ist, wo viel rot ist. Ja, das war ja natürlich jetzt die absolute Trauerrunde, aber gab immerhin auch noch 16 Metallschrott und ja, 52 Punkte. Okay, hatte ich schon mal so wenig? Ich weiß es nicht. Na gut, das war jetzt ein super Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.